Wenn wir Probleme haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, okay, die sind bestimmt, aber wer ist im Endeffekt mit uns? Allah sagt im Koran, ein Beispiel. إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذَانِ إِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا. Sura 9, Vers 40. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon geholfen. Als diejenigen, die ungläubig sind, ihn als einen von zweien vertrieben haben, als die beiden in der Höhle sind und er zu seinem Gefährten sagt, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Inna Allah ma'ana. Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Das heißt, Allah ist mit dir. Du bist Gläubiger. Alhamdulillah. In Tansurai und Surkum. Wenn ihr Allah helft, wird er euch helfen. So. Das heißt, das ist ein, wenn man dieses Bewusstsein hat, dass Allah mit einem ist und Allah ist der Mächtigste, ist es viel, viel leichter, mit den ganzen Problemen des Lebens klarzukommen. Mit Trauer, mit Schmerzen und so weiter.